12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Ich bin die Mira und wir sind hier bei Vampire, der ersten Aufnahmesession. Und selten war ich so gespannt auf ein Spiel nach den ersten paar Minuten wie jetzt. Warten wir mal weiter. Oh, da ist die Schufe. Oh, da hinten. Lauf, schneller Kind. Thirsty. So thirsty.
Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. 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 It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me! Okay, alles, aber no, kein Glitzervampir. No, don't shoot! This is a nightmare. Ganz schön gelaufen. I need to get out of here. Also wenn wir schon nicht richtig. This can't be happening. Oh, das ist toll. No, please stop. Ja, ich, also, das ist wirklich, wirklich geil. What's going on? Spring, Junge, spring! Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Was ist das denn? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Okay, Machete. Machete ist immer gut. Kill that thing! Machete ist tödlich, aber... Who are you? Ah, Moment, so? Stay back! Sorry. Ah, jetzt. Ich hab eh schon analysiert automatisch. Kill it with fire. Ich glaube lieber hier unten lang. Nee, kann ich nicht. Dann laufe ich nicht hier unten lang. Dann gehen wir wieder hoch. Who are you? Stupid beast! Ah, ausweichen. Aua! Das ist unfair, den Rücken. Sorry. Sir? So, hat er gerade sorry gesagt? Oh. No, please, stop! Who are you? Filthy piece of shit! Okay, ich bin nicht so gut im Kämpfen, merke ich jetzt schon. Zumindest ist es aktuell noch. Aber das ist diese Rundum-Kamera-Perspektive. Da brauche ich schon mal ein bisschen. Tag. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Alles aber kein Glitzervampir. Lauf. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Also, I need to find somewhere to hide. I cannot enter. Let me go! Aua! I need to find shelter! Ja, ich hab jetzt die Aufgabe schon verstanden.
Da ist auch ein. Da ist auch ein. What is this place? But what is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Also wenn ihr euch fragt, ob ich das jetzt absichtlich auf Englisch gestellt habe, nein, das hat jetzt einfach so gestartet, aber ich bin eigentlich ziemlich froh dafür, weil, oh Gott, ich liebe englische Akzent. Details. Feuer und seine Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Oh, sorry, Moment. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mir mal persönlich einen Vampir an einen Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen. Und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahlbrüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Aus kennt eure Feinde. Karl Eldridge, Anführer der Weißen. Priven? Priven? Priven. Mehr. Cool. Cool. Gartenlegende. Suffolk. Oh, ich gehe gerade kaputt. Suffolk. Oh, wie cool. Auch wirklich authentisch. Keine Mission? Ja gut. Erstmal am Leben bleiben wahrscheinlich. Da haben wir hier noch was. Oh, Schillinge. Schillinge? Ist überhaupt richtig? I had better remain here until nightfall. Ja, und wie lange bleiben wir hier? Sorry. Whoever did this to us, I will find them. Schon. Awesome. Ist ja nochmal so eine Schwesterkind. Gut, er wusste nichts besser, aber. Awesome. Oh, das hier was? Das wird. Na, doch. Flasche mit Alkohol. Flasche mit Alkohol. Ich glaube, ich muss das Bild, meinen Bildschirm noch ein bisschen einstellen. Los. Gut. Wahrscheinlich. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Nah, give him an eve. That's impossible. Das ist echt schön. On the take us.
schnarzen. Ich bin jetzt eigentlich schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, geflasht von der Stimmung. Ist da überhaupt was drin? 12 dreams for the Red Queen that sleeps on the crown stone, that she might linger longer. Her eyes as white as blue. Who goes there? A prayer was summoned by warring song. A child born from darkness must take scent of his. Who's there? Are you referring to me? No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Okay, aber sieht anscheinend wirklich noch irgendwas in dem Spiegel. Ich würde ja nichts erkennen. Spiegel sind eh, glaube ich, so habe ich mal gehört, ziemlich schwer in Spielen darzustellen. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Okay. Blutiges Tagebuch. 15. Oktober. Schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber ausgraben, Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zu uns? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht und sie gegessen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es morgen, ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber soweit. Ich habe Angst, meine Frau lange alleine zu lassen. Oh, noch mehr? 19. Oktober. Becky hat sich ein paar Stunden nach dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegen Plünderer verbarrikadieren. 21. Oktober. Die Männer mit den Schaufelladern haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in das riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen, doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich von der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen. Sie hat zurückgeschlagen. Ich bin jetzt nach oben geflüchtet und habe mich im Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über der Zimmerdecke
versteckt hatte. Jetzt bin ich tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt, mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen. Aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lange. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig. Ich habe versucht, runterzugehen. Becky hat in dem Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehäschelt. Ey! Becky hat beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehäschelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum durchgefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr verwundetes Gesicht gezielt, doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. Das Haus ist still wie ein Grab. Keine Geräusche mehr. Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Okay. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Nö. Nö. Nö, ich warte jetzt. Hier nicht einzuschießen. Wir wollen weiterleben. Wir wollen herausfinden, was los ist. Wir haben noch so viel zu tun. Ah, die Musik. Nein, wir haben so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun, als dass wir uns das jetzt leisten können, aufzugeben. Nein, 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 nein. Von der anderen Seite her. Also ich weiß ja eh, dass es jetzt nicht zu Ende ist, dass er überlebt. Ich meine, er ist ein Vampir, er muss richtig umgebracht werden. Ich bin der Kugel ins Herzen. Muss ja mindestens eine Silberkugel sein, je nachdem, welche Legende das ist. Oder manchmal muss er auch geköpft werden oder halt wieder in dem Dingsstern verbrannt. Verbrennen ist immer gut. Nein, 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 wir schießen nicht. Wir schießen nicht. Wir tun alles, wir schießen nicht. Ja, es ist langweilig, wir schießen nicht. No, no, no. Nope, 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 nope. No, hope. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Es gibt doch bestimmt noch eine andere Möglichkeit, das jetzt zu schießen. Hey, ich bin dickköpfiger als du. Kann weggehen, Wäsche waschen, noch einkaufen. Also einkaufen würde ich jetzt nicht, aber... Nimm die Waffe weg. Nimm die Waffe weg. Hier, weg, weg, weg. Oh.